Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Roger. Ja, fast eine Woche ohne neues Video. Ich bin umgezogen, ich bin in den neuen Räumlichkeiten. Bevor es nachher Kritik in den Kommentaren gibt, ihr hört wahrscheinlich so ein bisschen den Hall. Also morgen kommt der Rest von der Schalldämmung noch fürs Zimmer, wo ich die Decke noch dämmen würde. Es ist allerdings schon viel, viel besser. Die Qualität ansonsten hervorragend, Ausleuchtung, Greenscreen, alles ist vorhanden. Aber es ist heute ein Thema, ihr werdet auf jeden Fall Bilder davon sehen im Rahmen des Kaffee-Talk-Formats. Wenn alles fertig ist, der ein oder andere hat ja schon in meinem Stream bei Twitch, wo ich ein bisschen was gezeigt habe, schon was gesehen. Aber das ist heute ein Thema. Heute geht es um den Bitcoin. Ich habe wieder einen Sparplan erstellt. Der wird jetzt am 26. Mai das erste Mal ausgeführt. Und zwar in Höhe von 25 Euro und das jede Woche aufs Neue bei Bitpanda. Warum habe ich das gemacht? Es ist halt so, ich komme ja ursprünglich, wie der ein oder andere, der schon länger dabei ist, weiß, aus dem Kryptobereich XRP, Litecoin, Ethereum, auch mal immer ein bisschen Bitcoin. Allerdings, ich hatte noch nie einen kompletten Bitcoin. Und deshalb habe ich jetzt einen Sparplan erstellt. Jede Woche wird er ausgeführt, das kann man bei Bitpanda. Dort kann man auswählen, ob die Sparpläne täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich ausgeführt werden, inklusive sogar der Uhrzeit. Kryptos machen keine Pause, dort gibt es keine Wochenende wie an der Börse. Und dementsprechend halt will ich euch das Ganze mal kurz zeigen. Und zwar gehen wir jetzt halt mal auf Bitpanda. Hier sieht man halt meinen zweiwöchentlichen Sparplan auf XRP in Höhe von 25 Euro. Das heißt, hier gehen alle zwei Wochen oder einmal im Monat 50 Euro rein und hier gehen jeden Monat jetzt 100 Euro rein. Wir sehen das Ganze als Nebenprojekt, einfach sportlich. Das wird auch, wenn man jetzt halt zum Beispiel hier auf den Sparplan klickt, hier sieht man halt wöchentlich, jetzt am Dienstag um 3 Uhr, wird da das erste Mal ausgeführt, nachts. Und ich habe noch ein bisschen Fiat, habe ich noch hier liegen. Die lasse ich auch erstmal dort liegen. Also es sind jetzt erstmal keine Einmalkäufe bei XRP oder Bitcoin geplant. Und dann will ich mal sehen, wie lang ich brauche für diesen einen Bitcoin. Ihr werdet das Ganze verfolgen. Ich werde das Ganze halt auch mit dokumentieren und wird dann halt auch immer im Rahmen des Depot-Updates das Ganze protokollieren und euch auf den neuesten Stand bringen. Das hier ist jetzt zum Beispiel der Sparplan auf XRP. Der wurde bisher viermal ausgeführt. Wie gesagt, zweimal im Monat, alle 14 Tage. 25 Euro. Und dann sieht man halt immer, wie viel Anteil ich bekommen habe. Und zu welchem Preis. Und dann sieht man unten immer den Durchschnittspreis. Das ist unabhängig jetzt davon, dass ich ja noch XRP durch Einmalkäufer habe. Also mein aktueller Einstiegskurs bei XRP liegt bei 27 Cent. Und der Sparplan hat ja den Sinn, diesen Einstiegskurs weiter zu drücken. Beim Bitcoin-Sparplan, ich habe noch keine Bitcoins und dementsprechend halt, oder Anteile an Bitcoins und dementsprechend halt, geht das Ganze von vorne los. Und wir werden dann halt sehen, wie lange ich brauche, für diesen einen Bitcoin zu erreichen. Ne? Jede Woche wird der Sparplan ausgeführt. Ich finde es eigentlich, ja, kein Spaßprojekt, um Geld Geld ist ja kein Spaß, aber bei Geld hört der Spaß auf. Allerdings so ein schönes Nebenprojekt, was ich so laufen lasse. Die 100 Euro im Monat tun nicht weh. Und ich will einfach mal einen Bitcoin haben. Ich wollte allerdings warten, erstens mal, bis Bitpanda die Sparpläne anbietet über das SEPA-Lastschriftverfahren, als auch bis das Bitcoin-Halving durch ist. Das ist ja jetzt diesen Monat passiert. Und es ist keine Empfehlung, dass ihr mir das gleich nachmacht oder auch tut oder auch einen Sparplan auf dem Bitcoin einrichtet. Oder wenn ihr überhaupt noch keine Sparpläne auf irgendwas habt, sei es auf ETFs oder auf Aktien oder in irgendwas anderes Sicheres investiert seid. Kryptos sind Hochrisikoinvestitionen. Also dementsprechend halt informieren und dann vor allem wichtig, selber die Entscheidung treffen. Das hier ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, wir werden halt sehen, wie lange ich für diese Bitcoins oder für diesen einen Bitcoin brauche. Und werde euch beim Depot-Update, in dem Rahmen werde ich euch immer auf dem Laufenden halten. Aktuell wirkt sich das Halving nicht aus. Im Gegenteil, Bitcoin ist von den 9000
Euro, wo wir die Tage noch hatten, ist er jetzt in den letzten 7 Tagen gefallen. Jetzt steht er aktuell bei 8.306 Euro. Theta und Ripple wechseln sich momentan ziemlich ab. Position 3 und 4, das geht so ein bisschen hin und her. Und der Fear and Greed Index bei den Kryptos, aber da mahne ich zur Vorsicht. Ich sehe ihn nicht als Indikator. Es ist ja eine Richtung, allerdings würde ich jetzt zum Beispiel keine Anlageentscheidung treffen aufgrund diesem Index. Ja, also da soll ja so die Marktstimmung erfassen, wie aktuell so die Krypto-Trader und Krypto-Händler und Anleger so drauf sind. Und ich bin davon jetzt persönlich nicht so überzeugt. Ich gucke mir in unregelmäßigen Abständen gucke ich dort mal rein, habe da auch reingeguckt, wie natürlich im März das Ganze mit Corona so richtig losgegangen ist. Also Corona hat auch Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Und es gibt ja immer, man sagt ja immer, sell the news. Und bei Kryptomoney gibt es zum Beispiel jetzt gerade einen aktuellen Beitrag, Bitcoin-Kurs von 300.000 US-Dollar. Finanzanalyst sieht Krise als Katalysator. Solche Nachrichten kommen fast jede Woche. 100.000 Euro, 150.000 Euro nächster Bitcoin-Kurs. Lasst euch davon nicht locken, macht euch eure eigenen Gedanken. Ich habe noch kein Lehrgeld bezahlt bei Kryptos, auch wenn im Moment meine Kryptos im Minus sind, sei es jetzt XRP oder PAN. Aber ich habe diese Verluste noch nicht realisiert. Es sind aktuell einfach nur Buchverluste und hatte ja dann halt Ende 2018 hatte ich ja dann doch relativ Gewinn rausgenommen, weil ich halt ursprünglich aus dem Bereich gekommen bin. Aber ich hatte nie was mit Bitcoin groß gemacht. Ich hatte mal immer wieder so ein paar Anteile, ein paar Bruchstücke, habe sie dann auch mit Gewinn wieder verkauft. Aber ich hatte noch nie einen ganzen Bitcoin. Und das ist das Ziel von dem neuen Projekt. Ich hatte beim Depot-Update, hat sich schon so angedeutet, dass da noch was kommt. Das ist es jetzt. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Seht das Video heute mal als kleines Lebenszeichen von mir. Beim nächsten Mal ist definitiv auch die Tonqualität definitiv besser. Wie immer würde es mich halt auch freuen, falls noch nicht passiert, meinen Kanal abonnieren als Unterstützung. Werde Teil der Community, verfolge meinen Weg. Lasst uns gemeinsam uns austauschen und dementsprechend euch bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich würde sie versuchen, alle zu beantworten. Bis dann. Ciao.